hier und treffen Sie Didibo auf Tayos Kanal. Genie findet einen neuen Freund. Die kleinen Züge arbeiten so fleißig wie immer. Wir sind da. Ein Hündchen. Was macht es hier so allein? Vielleicht hat es sich verlaufen. Wartest du auf jemanden? Oh, ich muss weiter. Bis bald, Hündchen. Genie ist wieder in Großtöffingen. Ich bin wieder da. Hallo, Genie. Hattest du heute Spaß? Ja. Oh, und ich habe heute ein kleines, süßes Hündchen gesehen. Ein Welpen? Ja. Aber ich glaube, er hatte sich verlaufen. War er denn ganz allein? Wenn er ganz alleine ist, landet er vielleicht noch im Tierheim. Was ist ein Tierheim? Da kommen Tiere ohne ein Zuhause hin. Wie traurig. Der nächste Tag bricht an und Genie macht sich auf den Weg zur Arbeit. Hallo, Meister Herb. Oh, Genie, hab einen schönen Tag. Danke, wir sehen uns später. Pass auf dich auf. Oh! Hey ho, Genie! Einen schönen guten Morgen! Ah! Hoppla, Entschuldigung! Die arme Genie ist komplett vollgestaubt. Hallo zusammen! Meine Güte. Man kann ja kaum noch atmen. Entschuldigung. Nach einem anstrengenden Tag fährt Genie zurück nach Großtöffingen. Oh. Hä? Hallo, du bist ja immer noch da. Ich habe keine Fahrgäste mehr. Ich mache jetzt Schluss und fahre nach Hause. Oh, das war ein ganz fürchterlicher Tag. Oh. Was ist denn? Ich soll dir folgen? Oh, wo will er denn hin? Wunderschön. Hier bin ich noch nie gewesen. Hast du mich hergebracht, um mich aufzumuntern? Oh, Hündchen, wo ist er hin? Du hast ja einen Blumenkranz. Oh, es gießt in Strömen. Komm, Hündchen, schnell ins Trockene. Du wirst dich sonst noch erkälten. Armes Hündchen. Was ist los? Wie schön! Ein Regenbogen! Wie zauberhaft! Oh. Genie und das Hündchen werden schnell gute Freunde. Sie hält nun jeden Tag an dem Bahnhof, um mit dem Kleinen zu spielen. Hallo, kleiner Freund! Hallo, ihr zwei! Hallo! Wo geht's hin? Du hast doch heute frei.
Genau, Genie. Wo fährst du jeden Tag hin? Na ja, kommt doch einfach mit. Es wird euch sehr gefallen. Oh, mir nach. Okay. Wow! Das ist der niedlichste Hund auf der Welt. Er ist so süß. Und wie? Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Ich glaube, der Kleine mag mich. Nanu, mir wird auf einmal ganz warm. Was macht er da? Oh, er hält dich wohl für eine Toilette. Eine Toilette? Ich würde am liebsten jeden Tag mit dem Hündchen spielen. Wisst ihr? Ich glaube, dass er hier auf jemanden wartet. Das ist gut möglich. Er wartet bestimmt auf seinen Besitzer. Glaubst du? Die Freunde verabschieden sich von dem Hündchen und fahren zurück in die Stadt. Wir sind zurück, Meister Hupp. Gut. Jemand sucht sein Hündchen. Habt ihr es vielleicht gesehen? Sein Frauchen ist ganz traurig. Es ist... Hey, mit dem haben wir doch gerade gespielt, oder? Ihr kennt dieses Hündchen? Ja, ganz genau. Genie, sag's ihm. Oh, du irrst dich. Das ist ein anderer Hund. Bist du sicher? Wir sehen uns später. Oh, Genie. Das war schräg. Wenn das Hündchen sein Frauchen findet, sehen wir uns nie wieder. Oh. Entschuldigung, haben Sie diesen Welpen gesehen? Nein, tut mir leid. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht meinen kleinen Welpen gesehen? Sie muss wohl das Frauchen sein. Was soll ich machen? Wie süß, ein Hündchen. Was macht es hier so allein? Vielleicht hat es sich verlaufen. Das Hündchen hat nach seinem Frauchen gesucht. Ich muss meinem Freund helfen. Wissen Sie, wo mein Hündchen ist? Ich weiß es. Ich weiß, wo das Hündchen ist. Ich kann sie sofort hinfahren. Wirklich? Ach, kannst du? Oh, danke schön. Hey, Hündchen! Komm raus! Oh, wo steckt er? Ich kann Kongi nicht sehen. Aber er muss doch hier sein. Hey, Hündchen! Da ist er ja. Warte! Stopp! Bitte! Warte! Komm zurück! Stopp! Bitte, bleib doch endlich stehen! Er hört mich nicht! Oh, Kongi! Hallo, Genie! Oh, Tayo! Ich brauche deine Hilfe! Ein Hundefänger hat meinen Freund mitgenommen! Kannst du ihn aufhalten? Was? Ein richtiger Hundefänger? Ja, er hat das Hündchen für einen Streuner gehalten. Ich kümmere mich drum. Oh. Hoffentlich kann er ihn retten. Entschuldigung! Bitte halt an! Tayo kriegt das sicher hin. Das hoffe ich sehr. Genie! Tayo! Hast du ihn gefunden? Habe ich es euch nicht versprochen? Hier! Kongi! Ich hab dich ja so vermisst. Ich hab dich überall gesucht. Wie schön. Genie, Tayo, habt vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ich helf doch gern. Ein neuer Tag ist angebrochen und die kleinen Züge gehen wieder an die Arbeit. Hi, Genie. Fährst du zur Arbeit?
Mhm. Oh, bis später. Warum ist Genie denn so traurig? Es ist wegen Kongi. Sie vermisst ihn jetzt schon. Arme Genie. Kongi. Kongi wollte dich unbedingt sehen, Genie. Wirklich? Mhm. Deswegen kommen wir jetzt jeden Tag zum Gassigehen her. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Kongi! Genie kann Kongi jeden Tag sehen und mit ihm spielen. Beide freuen sich sehr darüber. Eric und Dittibo. Was für ein sonniger Morgen. Oh, da ist ja Eric. Ah, dann starten wir mal in den Tag. Fang mich doch! Das sind Dittibo und Diesel. Sieht aus, als würden sie mal wieder herumalbern. Eric? Ja, Meister Herb. Bist du bereit für deine Strecke? Ja, bin schon unterwegs. Sehr gut. Und bring Dittibo mit. Aber natürlich. Du wirst mich nie erwischen. Und ob ich das werde. Hi, Leute. Komm zurück. Oh? Eric, guten Morgen. Guten Morgen. Dich hab ich gesucht. Meister Herb möchte dich gern sehen. Oh, echt? Dann muss ich wohl los. Oh? Wir spielen später weiter. Okay. Hallo, Meister Herb. Ihr kommt gerade richtig. Eric, du musst doch morgen zur Inspektion. Ja, ganz genau. Dann müssen wir einen Zug finden, der für dich einspringt. Vielleicht kann Dittibo das übernehmen. Oh, Dittibo? Oh ja, das bedeutet, dass ich ganz doll weit wegfahren darf. Wie toll! Aber Dittibo war noch nie auf einer längeren Strecke unterwegs. Dann kannst du ihm helfen. Nimm Dittibo heute mit und mach ihn schon mal mit der Strecke vertraut. Na gut. Also ich bin bereit. Dann los. Dittibo begleitet Eric heute auf seiner Strecke. Wow! Yippie! Das ist super toll! Dittibo, du musst dich konzentrieren. Ja, gut. Wow! So, hier halten wir an. Oh, wie schön! Wow! Wo willst du hin? Schmetterlinge! Dittibo! Du musst doch hier anhalten. Ach ja, tut mir leid. Wir sind am Bahnhof. Hier sind so unglaublich viele Menschen. Ganz richtig. Sehr viele Leute müssen täglich hier umsteigen. Ja. Oh? Guck mal, Papa, der Zug ist so lustig. Du hast recht. Was treibst du da? Ich will lustig sein. Bitte lass das doch. Dittibo und Eric sind die ganze Strecke gefahren und auf dem Weg zurück nach Großtöffingen. Das hat so viel Spaß gemacht. Dittibo, so wie heute geht das nicht weiter. Du hast einen Halt verpasst und den ganzen Tag rumgealbert. Oh ja. Dadurch können schnell Unfälle passieren. Morgen möchte ich mich auf dich verlassen können. Ich werde mein Bestes geben. Am nächsten Morgen. Oh. Meister Herb, wo ist Dittibo? Dittibo kommt anscheinend zu spät. Es tut mir leid. Da bist du ja endlich. Du kommst viel zu spät. Ich habe ein bisschen verschlafen, aber ich strenge mich extra doll an. Aber lass deine Fahrgäste nicht warten. Ich weiß. Langsam wird's aber Zeit. Also los. Okay, wir sehen uns dann später. La la la, la la la, la 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 la. Er kriegt das hin, oder?
Das ist die Zugfabrik. Eric muss heute zur Inspektion. Oh. Eric, stimmt was nicht? Na ja, heute muss Dietibo für mich einspringen. Ich mach mir Sorgen. Gestern beim Üben war er gar nicht gut. Und heute hat er verschlafen. Ah. Keine Sorge, Eric. Wie? Ich darf Eric auf gar keinen Fall enttäuschen. Bitte hilf mir, Theo. Er hat gestern richtig viel geübt. Er kriegt das hin. Oh, Dietibo hat noch weiter geübt? Ja, er hat bis spät in die Nacht geübt. Deswegen hat er wohl verschlafen. Ich hatte ja keine Ahnung. Und ich dachte, Dietibo würde immer nur herumalbern. Ich habe mich wohl geirrt. Willkommen an Bord. Hallo, Genie. Hallo. Hallo. Dietibo meinte, er würde auch hier halten. Oh. Hallo, Dietibo. Oh? Wie komisch, warum hat er nicht angehalten? Dietibo verpasst noch eine weitere Station. Was ist nur los? Dietibo, Dietibo. Nach seiner Inspektion fährt Eric zurück nach Großtöffingen. Ich hoffe, dass Dietibo sich gut geschlagen hat. Huch, er ist ja gar nicht zu Hause. Aber er sollte schon längst zu Hause sein. Hi, Eric. Hallo, Genie. Was machst du hier? Ich wollte wissen, wie es Dietibo geht, aber er ist noch nicht zurück. Oh, er hat sich heute auch ziemlich komisch benommen. Aber was ist denn passiert? Er ist am Bahnhof vorbeigefahren, anstatt dort anzuhalten. Er hat was? Glaubst du, wir müssen uns Sorgen um Dietibo machen? Ich muss mit Meister Herb reden. Wir sehen uns. Tschüss. Hoffentlich geht es ihm gut. Oh. Wir waren auf dem Weg nach Hause als... Eric, was ist denn los? Dietibo ist noch nicht zurückgekommen und ich mache mir wirklich große Sorgen. Das stimmt. Er ist spät dran. Wir beide warten gerade auch auf Dietibo. Oh, aber warum? Ist was Schlimmes passiert? Das könnte man sagen. Hat Dietibo was falsch gemacht? Nein. Wir hatten einen Notfall und Dietibo hat uns sofort geholfen. Ja, genau. Hallo allerseits. Vorsicht beim Einsteigen. Was für ein lieber Zug. Sehr höflich. Wir fahren jetzt ab. Wenn ich mich anstrenge, wird Eric stolz auf mich sein. Dietibo, das hast du wirklich toll gemacht. Du bist der Beste. Minnie, was mein hast du denn? Was hat sie denn? Was ist los? Dietibo, meine Tochter hat sehr starke Schmerzen. Ich habe eine Idee. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir haben ein krankes Mädchen an Bord. Ist eine Ärztin oder ein Arzt unter uns? Hier, ich bin Ärztin. Wo ist das kranke Mädchen? Im vordersten Abteil. Unterwegs. Was für ein Glücksfall. Da ist ja eine Ärztin. Ist hier ein krankes Mädchen? Ja, hier drüben. Ach du Arme, alles wird gut. Dietibo, sie muss sofort ins nächste Krankenhaus. Was? Sofort? Aber ich habe noch ein paar Stationen vor mir. Also gut, das ist ein Notfall. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Das kranke Mädchen muss sofort ins Krankenhaus. Es tut mir leid, aber ich werde ohne Zwischenstopp durchfahren. Geh durch, mein Schatz. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Natürlich. Die Gesundheit des Mädchens geht vor. Mach dir um uns keinen Kopf. Ich danke Ihnen allen. Dietibo rast zum nächsten Bahnhof mit einem Krankenhaus in der Nähe. Sie ist im ersten Abteil.
gleich im Krankenhaus. Haltet durch. Okay. Kümmert euch gut um sie. Machen wir. Gut gemacht, Detibo. Danke. Alles wird gut. Detibo hat mich heute gerettet. Wir wissen nicht, was wir ohne Detibo getan hätten. Wir wollten ihm danken und sind deswegen gleich hierher gekommen. Detibo hat heute vorbildlich gehandelt. Ja. Und ich bin vom Schlimmsten ausgegangen. Die Fahrgäste auf dem Rückweg abzusetzen hat echt lang gedauert. Nur gut, dass Minnie rechtzeitig im Krankenhaus war. Oh? Was macht Eric denn hier? Zum Glück geht es Minnie wieder gut. Bin zurück, Meister Herb. Gut gemacht, Detibo. Detibo, da möchte dich jemand sehen. Detibo! Oh, ihr seid ja auch hier. Geht es Minnie denn wieder gut? Sie hat sich vollständig erholt und das nur dank dir. Hab vielen Dank. Du bist mein Held, Detibo. Ich bin so froh, das zu hören. Sehr gut gemacht. Ich bin froh, dass Minnie wieder gesund ist. Du auch? Ja. Hör mal, Detibo. Ja? Es tut mir leid. Hä? Hm? Was denn? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe stark an dir gezweifelt. Aber wie du das kranke Mädchen gerettet hast, macht mich stolz. Danke, Eric. Ich wollte dich auf keinen Fall enttäuschen. Ich hab's geschafft. Juhu! Zeit zum Schlafen gehen. Oh, sei vorsichtig. Detibo, der kleine Wirbelwind, hat heute sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Gut gemacht, Detibo. Fix und Lift sind fleißige Bienchen. Es ist ein schöner, sonniger Morgen. Detibo schläft noch tief und fest. Detibo? Detibo, schläfst du noch? Nein, ich bin jetzt wach. Zeit, zur Arbeit zu gehen. Mach dich bereit. Okay. Ich will schlafen. Jo. Was sind das für Geräusche? Los geht's. Jo. Fix und Lift haben keine festen Fahrstrecken und können ausschlafen. Glückspilze. Detibo ist jetzt auf seiner Strecke. Willkommen an Bord. Kann losgehen. Oh, Detibo, es ist Zeit zum Abfahren. Ja, jetzt ist Abfahrt. Ich schlaf gleich ein. Ich mich erschreckt. Nach einem langen, harten Tag ist Detibo nach Großtöffingen zurückgekehrt. Heute war aber wirklich ein harter Tag. Fix, ich heiße Fix. Lift, man nennt mich Lift. Hi. Yo, Detibo. Kommst du von der Arbeit zurück? Ja. Hey, warum siehst du denn so fertig aus? Die viele harte Arbeit macht mich ganz müde. Yo, Detibo, wer ist der beste Zug auf der Welt? Unser Held? Dieser Zug ist echt der Hit. Er ist immer richtig nett. Überall macht er alle froh. Einzig wahre Detibo. Du bist unser Held. Du hast es voll drauf. Vielen Dank, Leute. Wir sehen uns dann morgen. Komisch. Ich glaube, Detibo war noch nie so fertig wie heute. Ja, das stimmt. Gleich gehe ich endlich schlafen. Fix und Lift können den ganzen Tag lang singen und spielen. Das muss toll sein. Zeit, nach Hause zu fahren. Das sind Fix und Lift. Was machen die noch um diese Uhrzeit? Detibo! Detibo! Genie, Diesel! Hallo, Detibo! Fix und Lift sind gerade weggefahren. Wisst ihr, wohin sie wollen? Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer.
Aber was machen die noch so spät? Ah, vielleicht wollten sie ein bisschen singen. Sie singen doch so gern. Singen? Blockierte Gleise, verzögerte Reise. Sagst du nur ein Wort, ja, dann kommen wir sofort. Wer hilft euch im Du? Klicks und Lift. Das könnte sein. Oder aber sie schauen sich gemeinsam die Sterne an. Sterne? Sie haben mir erzählt, dass sie letztens Sterne beobachtet haben. Sie schauen sich die Sterne an? Hey, Lift, schau dir den Himmel an. Wow, so viele Sterne. Wow, Fix und Lift haben so viel Spaß. Oh, und ich bin nur am Arbeiten. Es ist früh am Morgen. Heute hat Dietibo frei. Ich wette, Fix und Lift machen was ganz Tolles. Schauen wir nach. Fix, Lift! Oh, Dietibo, hallo! Ich will mit euch kommen. Hä? Oh. Mit uns? Ja, bitte lasst mich mitkommen. Also verbringt Dietibo den Tag mit Fix und Lift. Hey, Jungs! Wo soll unsere Fahrt denn jetzt hingehen? Wir müssen uns etwas beeilen. Ich wusste es. Wir werden richtig viel Spaß haben. Dietibo, Dietibo. Und stopp! Wir sind da, Dietibo. Was ist denn hier los? Komm schon, Muffin. Ihr wolltet überhaupt nicht spielen? Wovon redest du denn? Wir sind doch wegen des Unfalls hier. Ich dachte, sie wollten was Lustiges unternehmen. Was soll denn das? Ich muss was ausliefern. Mach den Weg. Deswegen fahre ich keinen Zug mehr. Oh, es tut mir leid, aber ich komme nicht vom Fleck. Moment, ich mach das schon. Okay. Und los! Uiuiui. Fix ist der Beste. Dann komme ich ja doch nicht zu spät. Oh, wow! Das war toll, Fix! Vielen Dank, Leute. Gerne doch. Das ist unser Job. Ich bin einfach liegen geblieben und dann ging's nicht weiter. Oh, er ist ja ganz traurig. Hey, Fix, willst du anfangen? Okay, alle sind gerne stark und gesund. Aber manchmal läuft es einfach nicht rund. Wenn das passiert, kommen wir gleich hin. Denn wir sind Freunde durch dick und dünn. Durch dick und dünn. Durch dick und dünn. Jeder Zug macht mal schlapp. Mach dir keine Sorgen. Vielen lieben Dank. Ich fühle mich schon viel besser. Warte hier kurz. Theo kommt gleich und repariert dich. Ja, danke nochmal. Ich dachte, sie hätten nur Spaß beim Spielen. Aber sie haben auch Spaß bei der Arbeit. Okay, fahren wir ab. Fix, Lift. Was gibt's, Meister Herb? Am Steinbruch ist ein Fels aufs Gleis gefallen. Fahrt sofort los. Schon unterwegs. Mach's gut. Wir müssen uns beeilen. Okay, danke. Seid vorsichtig. Dietibo, los geht's. Ja, ich komme. Noch ein Unfall? Wann haben die denn Zeit zu spielen? Die drei Freunde sind auf dem Weg zum Steinbruch. Da vorne. Zum Glück seid ihr hier. Ich will in den Steinbruch, aber ich kann nicht um diesen Stein herumfahren. Kein Problem, den räume ich ruckzuck weg. Und hem. Lift ist ja super-duper mega stark. Dankeschön. Bis später dann. Tschüss, pass auf dich auf. Wow, das war richtig stark. Dietibo, pass auf! Nanu, was? Hey, ja! Ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles okay. Und das ging ja noch mal gut. Danke.
Ich wusste gar nicht, dass sie so schwer arbeiten müssen. Hey, Leute, ich denke, ich muss euch wohl was gestehen. Hm? Gestehen? Was? Du dachtest, wir würden immer nur spielen? Ich verstehe. Deswegen bist du mitgekommen. Es tut mir wirklich leid. Kein Problem, das kann passieren. Komm schon, du kannst uns mit den Felsen helfen. Klar. Wir haben's geschafft. Das hast du sehr gut gemacht, Ditibo. Danke. Fahrt ihr jetzt wieder nach Großtöffingen? Noch nicht, es ist Zeit für die Nachtfahrt. Nachtfahrt? Ja, genau, Fix und ich passen nachts auf. Wir passen auf alle Züge auf, die nachts arbeiten, damit ihnen nichts passiert. Aha, deshalb seid ihr nachts rausgefahren. Oh, ist das nicht hart? Du kennst uns doch. Das machen wir doch mit Links. Für uns ist das ein Kinderspiel. Na dann, fahren wir los. Wir sorgen für Sicherheit. Taka, töff, töff, taka, töff, töff. Egal zu welcher Tageszeit. Taka, töff, töff, taka, töff, töff. Oh, hey, Ditibo, das musst du dir ansehen. Was gibt es denn? Oh, wow, Sterne. Immer wenn wir auf Nachtfahrt sind, schauen wir uns hier die Sterne an. Oh, ich verstehe. Eins steht fest, ihr seid die fleißigsten Züge der Stadt. Diese beiden geben richtig Gas, haben jede Nacht eine Menge Spaß. Zusammen packen wir den besten Mix, das tolle Duo Lift und Fix. Der arme Ditibo musste den ganzen Tag arbeiten, weil er mit uns gefahren ist. Ditibo, das war ein harter Tag für dich. Ich bin gar nicht erschöpft. Wisst ihr was? Ich hätte gerade Lust zu singen. Singen? Klingt toll. Seid ihr bereit? Allzeit bereit. Taka, töff, töff, taka, töff, töff. Fix, 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 Liv, Liv, Liv. Fix, fix, ich heiße Fix. Liv, Liv, man nennt mich Liv. Fix und Liv, Liv und Fix. Wenn was kaputt ist, komme ich und Flix. Mit seinem Partner Liv, Liv. Blockierte Gleise, verzögerte Reise. Sagst du nur ein Wort, dann kommen wir sofort. Wow, das hat Spaß gemacht. Noch ein Lied, bitte. Noch eins? Was sagst du dazu, Fix? Legen wir los. Alle sind gern stark und gesund. Fix, Liv und Ditibo singen fröhlich weiter. Und unter dem funkelnden Sternenhimmel kehren sie nach Hause zurück. Über die Brücke und schnell in den Tunnel. Fahren durch den Wald, Vögel singen. Tweet, 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 tweet. Und wir fahren wieder. Durch
durch einen Wald mit singenden Vögeln, über die Berge, schnell durch die Täler. Dann zum Schneegipfel. Verlassen den Schnee, die tanzenden Männer, weiter zum Wasser, schau mal der Ozean. Fahren im Dschungel, Krokodile, grr, 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 wow! Verlassen den Dschungel, dann über den Ozean, durch die hohen Berge, schneller und schneller! Yeah, wir sind wieder da!